Wollt ihr mich verarschen jetzt? Verschwindet! Der Zug kommt jetzt! Ich muss da durch und jetzt kommt dieser Zug! Das gibt's doch nicht! Erst stören diese dämlichen Dinger, die einfach nicht verschwinden wollen, und jetzt auch noch der da. Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Horizon 3 auf dem PC, Folge 33. Wir machen weiter. Wir haben wieder ein bisschen was Nachricht im Zentrale. Ja. Wollte mich. Was habe ich da aus dem Auktionshaus gelesen? Ich habe ein Geschenk. Ihnen wurde ein 2017er Ford. Ja, der wurde mir aber schon. Naja, ich wollte schon sagen. Rivalen, gibt es auch wieder vier meiner Rivalen. Mhm. Fortschritt haben wir drei Fähigkeitenpunkte. Ui. Okay. Ein Symbol erscheint über Prämien, drei Vatanen, wo diese leichter zu erkennen sind. Fähigkeiten, Geisteszustand, verdienen 20% mehr Fähigkeitswertung für Sprungfähigkeiten. Ja, das ist doch gut eigentlich. Was wird damit freigeschaltet? Für Drift. Hier sind der Boss, können auch die Tombola genähren. Sie ein Los zur sofortigen Nutzung. Mhm. Gibt's auf jeden Fall auch gute Sachen. Ja, gehen wir mal weiter. So, wir haben hier in der Nähe eine neue Herausforderung. Unentdeckter Perstan, den machen wir jetzt erstmal. In 100 Metern links abbiegen. Wir müssen jetzt auch mal wirklich ein paar Folgen hintereinander nur Aufgaben machen, weil wir kriegen so viele neue Fans. Wir kriegen die Aufgaben nicht los. Jede Festivalerweiterung bringt so viele neue Aufgaben, dass ich hier die Aufgaben nicht loskriege. Ich glaube, das ist ein Blitzer. Ja. Ich würde mal sagen, das wird's nicht gewesen sein. Ein Stern! Okay. Problem ist dieser Wagen hier. Also zwei Sterne müssen es schon sein. Deshalb nehmen wir hier schön viel Anschwung. Und machen das. Weiterhin natürlich viel Spaß mit diesem Display. Wenn euch das Ganze gefällt, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt vom Kanal, würde ich euch empfehlen zu abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und alles ist gut. Das war so klar. Da ist der Blitzer. Wir geben Vollgas. Ja. Okay, damit gehen wir uns erstmal zufrieden. Wir haben hier aber wieder. Ist ja dasselbe, ne? Also, da müssen wir noch das Fanrennen machen. Wir machen aber erstmal was anderes. Löffelliste. Nummer 15. Okay, nehmen wir. Schwer. 51.000 plus Fans. Alles klar, machen wir. Hey! So eine Frechheit. Kannst du mal deine Karre selber auch mal gut behandeln? Unglaublich, ey, ne? Ach, hier ist es ja schon. Sagt derjenige, der seine Karre ebenfalls gut behandelt. Was haben wir hier? Wir haben hier einen Ferrari. Geil. Lassen Sie sich bei 241 km/h im Ferrari 488 GTB erwischen. 241 müssen wir erreichen. Wer weiß, auf welcher Strecke. Das ist ja schwer.
Aber wir müssen das Geschwindigkeitsziel schlagen. Achso, ja. Okay, ja, das geht auch nicht so leicht auf 248 rein. Oh doch, jetzt sind wir aber eigentlich auch schon da. Also wenn es das gewesen ist. Achso, wir müssen auch in einer bestimmten Zeit da hinkommen. Ja, aber der hat über 300 drauf. Problem ist, hier ist eine Kurve. Alter, was? 19 km/h. Okay, man muss richtig gut aus der Kurve rauskommen. Das ist das Schwierige. Ich habe mich schon gewundert. Was ist das denn für eine... Okay, wir waren... Ich versuche mal mit 200 in die Kurve, dann soll das kein Problem sein. Das schaffen wir. Und zwar jetzt. Okay. Der Wagen ist geil. Der Verkehr macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Nein, jetzt nicht du. Komm. 4 km/h zu langsam. Willst du mich veräppeln? Alter. Echt schwer. Ja, wir müssen außen von der Kurve kommen und dieses dämliche Auto hat sich natürlich genau da außen positioniert, wo ich den Anschluss brauche. Ich hasse dieses Kabel hier. Das ist halt so. So wird das mit dem Geschwindigkeitsziel schon mal nichts. 241. Bleiben jetzt im vierten Gang. Drehen auf Maximum hoch. Das sind 240. Hm. Okay. Immer noch ein bisschen zu schnell für die Kurve, glaube ich. Weil dann haben wir ja schon die Sollgeschwindigkeit. Können wir glatt nochmal neu starten? Habe ich verkackt, ganz ehrlich. Ich war außen, er geht einfach nicht nach innen. Alter. Verdammt schwer, ich wollte das jetzt eigentlich nicht die ganze Folge versuchen, aber... Bleibt uns ja nichts anderes übrig, oder? Ist da auch so eine dämliche Kurve dazwischen? Also, das ist doch wohl richtig ungünstig gebaut, oder? Ist doch dämlich. Zeitlich ist es ja überhaupt kein Problem. Ja. So, die Geschwindigkeit muss passen. Jetzt. Jawoll! Da haben wir es doch! Einfach ein bisschen langsamer durch die Kurve. Müsste eine Menge Fans geben, ja. Die nächste Fesselerweiterung steht bereit. Ich weiß noch nicht, wo wir die machen. Wahrscheinlich... Ja, wenn die schon, dann... Ich weiß nicht, erstmal Byron Bay und dann Outback, würde ich sagen. Obwohl, dann bekommen wir vielleicht ja schon das vierte Festival. Dann müssen wir das ja erstmal aufleveln. So, dann geht's weiter. Was gibt's da noch? In 200 Metern links halten. Sieht so aus, als hätte
hätten wir einen weiteren Mitbewohner für Warrens Heim für entlaufene und stillgelegte Klassiker. Bring ihn nach Hause, okay? Mach ich Warren irgendwann mal, ja, aber jetzt nicht. Irgendwie will er gerade nicht richtig fahren. Sie haben ihr Ziel erreicht. Machen wir das nochmal mit dieser Karte. Und das fährt dann um Meisterschaft. Oh, Retro Supercars. Da muss ich mir ein neues Auto kaufen. Kann das sein? An unseren Kinderzimmerwänden. Das ist die Retro Supersportwagenmeisterschaft. Und wie es der Zufall so will, haben wir ja einen gewonnen. Und zwar den Lamborghini Countach LP 5000 QV, den wir ja sowieso fahren wollten. Und den fahren wir jetzt auch unaufgetuned. Ich weiß, wir werden damit Probleme haben. Wir werden ihn aufmassen. Gleich nach dem Rennen. Ich muss in die Kamera gucken und nicht auf den Monitor. Hier ist der Monitor. Da. Genau da. Und da ist die Kamera. Versteht ihr, was ich meine? Ist halt irritierend, sich selber dann noch auf dem Monitor zu sehen. Und hier läuft das Spiel, also genau da. Oh, dieser Ferrari ist auch geil, den hätte ich auch gerne. Denn wir sind... Ja, der F40 hat natürlich... Ich wusste, dass der... Mal sehen, was dieser Lamborghini drauf hat. Die anderen, die haben ungefähr dieselbe Beschleunigung. Er hat aber eine echt geile Kurvenlage durch den großen Spoiler. Durch den verliere ich aber eine Menge Endgeschwindigkeit. Ferrari vor mir noch. Ja, die Gänge haben halt nicht mehr... ich jetzt schon bei 200 bin, ne? Also... Ja klar ist der F40 vorne, ne? Also... Boah, der klingt auch Hammer. Aber er hat die Kurve irgendwie nicht so gut gekriegt. Boah, da ist überhaupt keine Drehzahl drauf. Eine Runde dauert ganz schön lange, das muss ich schon sagen. Da wir noch zwei davon machen müssen. Oh, schick. Das geht schief, ja. Wollte schon meinen. Den Weiß gefällt er mir aber irgendwie nicht. Obwohl, ein Weiß sieht eigentlich okay aus. Ja, die ganze Form des Autos sieht grundsätzlich ein bisschen cool. Oh, der ist mir aber im Nacken. Alter. Der ist ein echt heftiger Gegner. Aber wir können ihn besiegen, sei logisch, oder? Ja, dann machen wir das. Machen wir das doch. Okay, das war eine dämliche Idee. Dann noch eine zweite Runde um. Dann machen wir gleich die letzte und das war's. Wir sollten dann aber noch eine Herausforderung schaffen. Ich weiß nicht, ob ich den vielleicht erstmal so lassen soll in Countach. Der gefällt mir. Warum er gerade nicht gelenkt hat, ist mir ein Rätsel. Ich habe den Knüppel eigentlich voll eingeschlagen. Vom Controller.
Der kommt aber dran, der bleibt echt dran, ne? Vor allem, wenn der Wagen dann wieder so einen Quatsch macht wie den da. Aber in dieser Kurve ist der Wagen irgendwie nicht so. Und deshalb können wir uns absetzen. Ist schön. Hier muss ich noch nicht mal bremsen bei der Kurve, einfach nur vom Gas gehen. Und dann läuft das. Am Ziel. Ja, passt. Sehr schön. Ja, war sogar ein bisschen cool. Natürlich haben wir ein bisschen Kohle. So, wir sollten jetzt eigentlich die Fesselerweiterung kriegen. Wir bekommen nächstes Rennen kriegen wir einen Respin, also diese Folge noch. Ja, Fans und ja. Ein neues Festival zu eröffnen. Okay. Wir bekommen unseren vierten Standort. Es geht voran. Hallo Fabio. Ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Ich habe da noch eine Festival-Location vor Augen. Es gibt noch viele weitere Fans, die bespaßt werden wollen. Das Horizon Australia muss Australien im besten erscheinen lassen, oder? Da stimme ich dir absolut zu, Kira, und wir stellen das neue Festivalgelände frei in Yarra Valley. Besuch mich doch bei der neuen Location im Yarra Valley. Falls du diese ganzen Straßen hier jemals satt haben solltest. Yep. Das Yarra Valley. Hügel, Grasland und Wälder. Querfeld einrennen, soweit das Auge sehen kann. Das mag ich jetzt eigentlich nicht, aber wir müssen da jetzt natürlich erstmal hinfahren. Jetzt können wir unser Auto, glaube ich, nicht mehr wechseln. Wo ist denn das Festival hier? Weil wir müssen das ja nicht... Ja, würde ich sagen, fahren wir hier hin, holen uns eine bessere Karre und dann fahren wir dahin. Ich würde gerne mit dem Ferrari California T dahin fahren. Auf den hätte ich jetzt nochmal Lust. Dann würde ich mit dem noch ein paar Rennen fahren. Erst wenn wir den hier wieder brauchen, werden wir dann irgendwann wieder nach hier zurückkehren. Motze ich den auch nochmal, weil es weiter. Es gibt so viel zu tun, ey. Das ist so unglaublich. Wir sind schon bei 33 Folgen. Und wir haben praktisch nichts geschafft. Also, wir haben schon was geschafft, aber mit dem Spiel ist es einfach nicht vergleichbar. Geh weg. Mehr wollte ich nicht. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Kamera scheint gut zu funktionieren. Alles gut. So, wir nehmen uns den, den bin ich leider auch nicht so viel gefahren. Oh, ist das denn Supersport? Da kann man wohl nicht sagen, Supersport. Wo habe ich denn den? Seit wann habe ich den denn? Ich nehme mal den da. So, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg zu Yarra Valley und schalten da erstmal unser neues Gebiet frei. Oh, dieser Ferrari, ich liebe dieses Auto. Gut zu wissen, dass ich mit meinen Pedalen auch... Ja. Wo ist denn das? Ah, hier. Auf geht's. Ne, wir müssen nicht drüber reden. 200. Und gleich 300, also... Hey! Aber danke für den Anschubser.
Ja, so muss das. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Im Kreisverkehr die erste Ausfahrt nehmen. Hallo, willst du mich jetzt? Also, wo mich dieses Navi schon wieder hinführt, ist doch inakzeptabel. Da steht Kolonnenrennen nach Yarra Valley und die führt mich ganz woanders hin. Anna, was ist los mit dir? Das kann doch nicht wahr sein. Halt mich doch nicht davon ab, mein neues Gebiet freizuschalten oder so. Also das war gerade echt unnötig. Ich will auch nur mit meinen Freunden hier fahren. Danke. Unglaublich. Kommen sehr gut um die Kurve rum in 250, ne? Durch den Heckspoiler. Da ist dann aber leider mit der Geschwindigkeit ein bisschen Schluss. Ja, bei 300. Er kann mehr, aber der Heckspoiler, der hat jetzt so einen großen Druck, also da, dass er das einfach nicht mehr schafft. Ja, 350 macht er aber. Naja. Folgendes. Hier ist ja noch ein Schild. Was auf dem Dach steht. Hauptsache. Hier ist nicht zufällig ein Berg. Ja, ist es. Ah, wieder sowas. Hatten wir ja schon mit unserem 1000 PS Dodge. Keine Ahnung, wie schnell wir überhaupt sein müssen. Das wird schon mal nicht reichen, sehe ich jetzt schon. In 200 Metern links abbiegen. Ich denke, das soll's sein, ne? Wollt ihr mich verarschen jetzt? Verschwindet! Der Zug kommt jetzt! Ich muss da durch und jetzt kommt dieser Zug! Das gibt's doch nicht! Erst stören diese dämlichen Dinger, die einfach nicht verschwinden wollen und jetzt auch noch der da! Kannst du mich mal, du Zug! Mann! Jetzt muss ich das nochmal hier von hier unten wieder. Ja, jetzt geht endlich. So, jetzt sind sie weg. Die Geigen, ey. Noch schneller oder wie? Alter, Scherz oder wie? Bam! Das war sauber. Erledigt. So. Ja. So viel dazu, wenn man sich aufhalten lässt, wenn man zum Gelände fährt. Die Folge ist nämlich schon längst zu Ende. So ein Mist, ey. Scheiße, jetzt nehmen wir schon 25 Minuten auf, ey. Macht aber nichts. Oh, hier ist ja gar nichts. Wir schneiden das Gelände nämlich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, damit bedanke ich mich dann wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.